Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ich würde dir einfach nur gerne eine klatschen, du bist ein... Nein, Sir. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect hier auf unserem Channel 4 Buttons. Mein Name ist Nightflyer und wir sind immer noch auf der Normandy. Wir haben in der letzten Folge mit unserer Crew gequatscht. Wir haben nur einen ausgelassen und zwar Kaidan. Das machen wir mal eben. Brauchen Sie was, Commander? Okay, der hatte offenbar nicht so viel zu sagen. Was denken Sie über die letzte Mission? Dr. Zuni? Sie macht den Anschein eines netten Mädchens. Sie ist nett anzusehen. Naja, wenn man auf Bücherwürmer steht. Interessant. Haben Sie irgendwelche Absichten, Lieutenant? Nein, Commander. Nur Bewunderung. Okay. Ich wüsste aber gerne, können wir den Dialog nochmal machen? Was denken Sie über die letzte Mission? Dr. Zuni? Sie macht den Anschein eines netten Mädchens. Sie ist nett anzusehen. Naja, wenn man auf Bücherwürmer steht. Aber, Lieutenant, denken Sie daran, dass ich Sie zuerst gesehen habe. Aber nur ein paar Sekunden, Sir. Okay, ja, den wollte ich wir aber reden hören. Ein andermal, Lieutenant. Commander. So, ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir als nächstes machen. Ich tendiere ja dazu. Ich guck mal kurz in das Tagebuch. Okay, wir müssen nach Noveria. Das ist eine Hauptmission. Machen Sie sich auf nach Noveria, um Berichte über Guess auf dieser Welt zu untersuchen. Dann haben wir Pheros, Guess-Angriff. Die Guess haben die Kolonie Pheros angegriffen. Ihr Primärziel lautet, in der Kolonie Zeus Hope herauszufinden, was Saren vorhat und warum er die Guess-Truppen auf diesen Planeten geschickt hat. Gute Frage, was machen wir denn zuerst? Das haben wir erledigt. Guck nochmal eben bei Aufträge. Da haben wir auf der Citadel noch den Fan. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne nochmal zur Citadel zurück möchte. Weil ich diese Quest einfach abschließen will. Und wir gehen mal zu unserer Sternenkarte. Karte der Galaxis. So, ja, hier können wir raus. Ah, ne, nicht verlassen, sondern herauszoomen. Ah, da geht schon wieder los. Herauszoomen. Und herauszoomen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir hier herauszoomen. So, Citadel, genau. Wir fliegen nochmal zurück zur Citadel. Ja, bitte. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nasana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Ah ja, interessant. Haben wir gleich noch einen Grund mehr zur Citadel zurückzukehren und wir reisen mal dahin. Haben wir das schon gelesen? Diese gigantische Raumstation, die vermutlich von den seit langer Zeit ausgestorbenen Proteanern erbaut wurde, dient als politisches Zentrum des Zitadellrats. Die Schwerkraft wird durch Rotation erzeugt, das haben wir gelesen, jetzt erinnere ich mich. Und wir landen mal.
Ja, und da wären wir. Ja, erst laden, dann speichern. Das hat BioWare glücklicherweise in den neueren Spielen besser hinbekommen. Glaube ich jedenfalls. Wobei man ja auch sagen muss, Mass Effect auf der PlayStation 3 ist ja eine Portierung. Das heißt, wurde nicht direkt von BioWare gemacht, sondern da war dann, wie hießen die noch? Habe ich jetzt vergessen. So, ja, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und wir nehmen Liara mit, auf jeden Fall. So, die hat Biotik, nur Biotik. Wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden mit Tech. Tendiere ich ja fast zu Tali. Wir sind ja, als wir bei auf Therum waren, haben wir Tali da, Tali dabei gehabt und Kaidan. Kaidan kann von allem ein bisschen. Außer kämpfen. Das kann er nicht. Und wir hätten jetzt gern, also Sinn macht im Grunde genommen nur ja, Garrus und Tali machen Sinn. Ich nehme mal Garrus mit. Und wir nehmen das mal an. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, ja, damit wären wir das zweite Mal auf der Citadel. Und hier wartet auch mal jemand auf uns. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Wir haben Sie nicht erwartet, Sir. Ich hätte sonst eine formellere Begrüßung angesetzt. Sparen Sie sich die Nettigkeiten. Ich habe das Kommando über die 63. Speyer-Flottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Captain Anderson hat sich unmissverständlich ausgedrückt, als er sagte, mein Auftrag käme von ganz oben. Sie sagen, spring? Ich sage, wie hoch? Denken Sie daran, wenn ich Ihnen befehle, zu springen. Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Ach ja. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Ja, nur zu. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Ach ja. Worüber? Was gibt es denn zu bemängeln? Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Okay, wir haben noch keine Möglichkeit, hier irgendetwas zu machen. Ich stimme Ihnen zu, Sir, aber ich wüsste nicht, was meine Crew daran ändern könnte. So etwas wird im Trockendock konstruiert. Nein, Commander. So etwas darf erst gar nicht in Dienst genommen werden. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen.
Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Ist der Typ irgendwie Politiker oder was will der von mir hier? Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Kann ich den Typen jetzt eine klatschen? Und warum kann ich nicht das hier wählen? Tatsache ist, dass ich jetzt auch zur Befehlskette des Rats gehöre. Sie erwarten eine Zusammenarbeit, ich liefere Ihnen eine. Der Rat verlangt eine Scheißmenge von der Allianz, Commander. Sie sollten lieber bald anfangen, auch mal was zurückzugeben. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ich würde einfach nur gerne eine klatschen, du bist ein... Nein, Sir. Sehr gut. Ihre Ansichten haben einige gute Ansätze, Commander. Ich werde sie in Betracht ziehen, wenn ich meinen Bericht an den Militärstab schreibe. Nicht, dass ich irgendeine Reaktion darauf erwarten würde. Zu viele Interessengruppen haben zu viel Geld hier hinein investiert. Commander Shepard? Ja, genau. Verpiss dich, du Idiot. Boah, ist der mir gerade auf den Sack gegangen. Wo ist er überhaupt hin? Hat er sich weggebeamt oder was? Naja, egal. Okay. Weiter geht's. Ätzender Typ. Der hat mich voll aufgeregt gerade. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ja, wissen wir Bescheid. Und ich glaube, jetzt kommen wir gerade an. Und offenbar wartet da schon wieder jemand auf uns. Das ist doch, glaube ich, die Reporterin, wenn ich mich nicht irre. Oder? Nee. Ist das die, die uns kontaktiert hat? Commander Shepard? Khalisa bin Sinan al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Okay, also doch eine Reporterin. Möglicherweise vielleicht. Was für Fragen? Zu Hause hört man viele wilde Geschichten über Sie, Commander. Ich kann Ihnen die Gelegenheit geben, einiges klarzustellen. Was sagen Sie? Solange Sie verstehen, dass ich nicht alle Ihre Fragen beantworten kann. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer das verstehen werden. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, würde ich sagen. Es ist jetzt ein bisschen krass, das vor laufender Kamera zu sagen. Wir fühlen uns geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Okay, jetzt wird's ein bisschen tricky. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda. Aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, die Turianer halfen meinem Bau. Oder dürfen wir das sagen? Ich weiß es gar nicht.
Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Jetzt geht sie mir aber gerade auf den Sack. Sie haben offensichtlich Ihr Vorurteil schon gefällt. Ich werde es nicht bestätigen. Entschuldigung. Sie können nicht einfach weggehen, Commander. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu wissen. Stimmt es denn nicht, dass Sie für den Rat nur ein Lockvogel sind? Ja, so eine blöde Schlange, ey. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir suchen den Fan. Ich guck mal eben da auf die Karte, beziehungsweise... auf die Karte. Wir können die Quest hier nicht aktiv stellen oder so. Ob wir hier irgendwo R1 herauszoomen. Ach, wir sind schon komplett raus. Wo dieser Fan denn sein könnte. Können wir die Ebene wechseln? Ich glaube nicht, ne? Ach man. Scheibenhonig. Und wir sollten ja noch woanders hin, fällt mir gerade ein. Und zwar, Nanüchen. So, in der Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums. Dann gehen wir da mal hin. Haben wir hier so ein, genau, das meine ich. Botschaften. So, ja, wir sind angekommen hier. Ich habe, ich schau mal, ob ich die, wenn der Spielstand gespeichert wird, etc., ob ich das rauscutte. Weil ich finde es doch etwas lästig. So, wo könnten die jetzt sein, die Tante? Hier ist ein Kreuz. Was ist das hier? Was ist das für ein Kreuz? Den können wir nicht anquatschen. Ach, das steht für Avina, glaube ich. Aber wir wollen ja, wo ist die denn? Karte, Karte, Karte. So, das ist Avina und, genau. Wir sind auf dem richtigen Weg. In die Lounge. So. Was hier? Ne, hier ist der Dingen. Hier muss es sein. Das ist vielleicht die Tussi, die hier sitzt. Ne, gar nicht wahr. War es eine Asari? Ne, ne? Oder doch? Es war doch die. Die vorhin schon saß. Also die saß schon, als wir beim ersten Mal hier waren da. Und wollte nicht mit uns reden. Commander Shepard, ich bin Nasana Dantius. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Ja, hab ich. Was wollen Sie? Sie sagten, Sie hätten ein Jobangebot. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Mhm. Das tut mir aufrichtig leid. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Sklavenhändler? Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Soll ich das Lösegeld übergeben? Ich habe das Geld bereits auf das angegebene Konto überwiesen. Aber sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen.
Und das erzählt sie an Spectre, der dem Rat untersteht. Okay. Ja. Sie wollen, dass ich sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für Sie gefunden. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass Sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde Sie reich belohnen. Wir fragen erstmal noch ein bisschen nach hier. Können Sie mir sonst noch was sagen über die Söldner, die Ihre Schwester entführt haben? Im Prinzip das, was man erwarten würde. Derbe, gefährlich und gut bewaffnet. Also nichts, womit ein Spectre nicht fertig wird. Keine Sorge. Ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Danke, Shepard. Ich wusste, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Kommen Sie bitte wieder her, wenn Sie den Job erledigt haben. Okay, das bedeutet, wir sehen uns nochmal wieder auf der Citadel. In jedem Fall. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen beknackten Fan finden. Vielleicht gucken wir eben auf die Karte. Ob der sich hier irgendwo vielleicht rumtreibt sogar. Was ist das da? Emporium. Also ich tippe ja, dass der wieder auf den Märkten da irgendwo ist. Deswegen düsen wir da hin. Welche Richtung muss man jetzt? Okay, wir sind richtig. Und da ist das Reiseteil. Bezirke und medizinische Klinik. Sie sagen mal Märkte. Ja, und da sind wir auch schon und ich glaube, ich sehe ihn. Er steht wieder da, wo er auch beim ersten Mal stand. Dann wollen wir den nochmal ein bisschen bespaßen hier. Hey, Commander Shepard, ich bin's, Konrad Werner. Erinnern Sie sich an mich? Ja, leider. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man Sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Ich werde es suchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Ja, warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Ja, da bin ich aber froh. Und damit hätten wir das dann hoffentlich erledigt. Kriegen wir noch eine Bestätigung hier jetzt über die Quest? Das ist keine Quittung. Ich guck mal eben. Jetzt befürchte ich ja fast, die ist immer noch nicht zu Ende. Die Quest ist immer noch drin. Ja, aber wir haben es ja schon festgestellt, es wird noch einen weiteren Besuch auf der Citadel geben. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Aber es beweist nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Aber ich habe hier sonst nichts gekauft. Woher soll ich das wissen? Wir könnten jetzt natürlich loslatschen und noch ein paar Quests suchen, aber ehrlich gesagt, möchte ich weiterkommen. Ich glaube auch gar nicht, dass es hier noch irgendwelche Quests gibt. Wir möchten zu... wie kommen wir denn da hin? Es gibt gar keinen direkten Weg. Also nehmen wir den Weg zum Citadel, über das Citadel-Sicherheitsdienst, um zu unserem Schiff zurückzugelangen. Ja, hier wird jetzt bei jedem Ortswechsel wird gespeichert. Das ist ja eine gute Sache an sich. Ich glaube, hier kommen wir zum Schiff, ne?
War das so? Warum steht da kein. Warum steht da nichts? Scheiße. Mal auf die Karte gucken. Nee, da geht's zum Präsidium. Zur Anderbucht, also auf der anderen Seite. Ja, mal gut. Sehe ich jetzt hier wieder einmal umsonst Fahrstuhl gefahren. So, ja, bei jedem Ortswechsel wird gespeichert. Ich werde versuchen, das möglichst alles rauszukatten. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. So, jetzt müssen wir gleich hier ankommen. Und ja, dann gehen wir wieder auf die Normandie, beziehungsweise in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder auf der Normandie und dann werden wir uns unserem nächsten Ziel widmen. Entweder, ich glaube es war Pheros und Noveria. Ich weiß noch nicht genau, wo wir zuerst hinreisen. Aber da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis dahin. Ciao, ciao.